Ja, also erst einmal noch die Flammenklinge von mir aus und Stufe 4 Zauber. Kann sie recht wenige, deswegen Irreführung. Dieser Zauber bewirkt, dass die Fähigkeit eines Wesens, Zauber anzuwenden, stark beeinträchtigt wird, wenn das Wesen versucht, einen Zauber auszusprechen. Misslingt dieser mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%. Rettungswürfe gegen Zauber sind zulässig, jedoch werden auch darauf minus 2 angerechnet. Der ist also gut. Und Blitze herbeirufen ist auch ein schöner Zauber. Der hat sogar 60 Meter Reichweite. Gut. Okay, wer bist du? Wer seid ihr denn? Ah, ihr seid sicher große Abenteurer. Das kann ich von euren Händen ablesen. Sie sind von Magie befleckt und zeugen von den Anstrengungen beim Heben der Waffe. Dem normalen Auge bleiben solche Merkmale vielleicht verborgen, aber ich kann sie deutlich sehen, wie ich es überhaupt vieles deutlich sehen kann. Wie wäre es mit einer Beratung? Ein bisschen altmodisches Handlesen gefällig und ein bisschen Zigeunerzauber, um euch auf den rechten Weg zu weisen. Toll, wir haben jetzt schon die zweite Wahrsagerin hier, nach der anderen, die gemeckert hat. Gegen ein wenig Deutung eurerseits habe ich nichts einzuwenden. Hier ist meine Handfläche. Lasst mal sehen. Interessant. Obwohl ihr jetzt ein hartes Leben führt, zeugen eure Hände davon, dass ihr es vor nicht allzu langer Zeit leichter hattet. Es hat euch wohl erst kürzlich auf die Straße gezogen. Ja, soweit habt ihr recht. Fahrt fort. Das habe ich mir gedacht. Lasst mich nur etwas genauer hinsehen. Zeigt mir eure Lebenslinie. Ich sehe den Einfluss eines Gelehrten und dass ihr gut ausgebildet seid. Sie hatten wohl einen großen Gelehrten als Mentor, vielleicht jemanden, der auch eine beträchtliche Macht hat. Mein Zivara Gorium war ein Gelehrter und auch ein wenig zauberkundig, sprecht weiter. Ihr verbrachtet eine recht glückliche Kindheit mit ihm, wenn ihr auch etwas schwierig wart. Mein Gott, was war denn doch für ein ungezogenes Mädchen? Ja, jetzt habe ich hier korrigiert. Woher das bekommt? Mal sehen, was wir von euch aus der Zeit vor diesem Gorion nicht alles erfahren können. Wenn ich weiter zurückblicke, sehe ich ein langes und glückliches Leben für euch und die euren. Das ist wahrscheinlich gestottert, also ich sehe ein langes und glückliches Leben für euch und die euren. Ja, 10 Goldmünzen bitte und ich mache mich auf den Weg. Was? Was habt ihr gesehen? Ich habe nichts gesehen. Euch wird ein langes Leben beschieden sein und ihr werdet es genießen. Ich gehe, jetzt bleibt mir fern. Ihr müsst es mir sagen, bitte, meine liebe Dame. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen ist. Bleibt mir fern, euer Leben geht mich nichts an. Also ich glaube, wir sollten jetzt nicht weiter drängeln, sonst dreht sie noch durch. Nach eurem Geschmack, hier ist das Gold. Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde es nicht anhören. Ich nehme euch nichts weg. Lasst mich. Okay, die hat Angst vor uns gekriegt. Warum auch immer. Übrigens müssen wir demnächst mal wieder rasten und uns hochheilen. Eure Anständigkeit ist erfrischend. Oh, wir sind an der Schwertküste. Rippeln begegnet. Vielen Dank. Oh, Düna hier hat mal mit Khalid gesprochen. Ich wäre eigentlich mal froh darüber, wenn diese richtigen Gespräche zwischen den Gruppenpaaren kommen würden. Also zwischen Khalid und Yahira zum Beispiel. Oder zwischen Düna hier und Minsk über Bu. So, wir gehen aber jetzt mal gen Norden. Langsam aber sicher. Müssen irgendwann wahrscheinlich mal wieder rasten. Also im Allem war das Gebiet ziemlich lohnenswert. Wir brauchen nur noch knapp 10.000 Erfahrungspunkte für Talisa. Zur Not kommen wir einfach nochmal hierher und schlafen zigtausend Mal in der Höhle und töten Fleischgolems. Drei Fleischgolems sind schon 1.000 Erfahrungspunkte pro Person. Aber nee, so fies sind wir auch wieder nicht. So, aber ich denke, jetzt sollten wir wirklich mal wieder rasten.
Okay, verlief ja, oh, ohne Probleme. Autoritätsperson. Du heil dich mal selber. Du heil dich. Ihr habt eine Aufgabe. So, du heilst einmal im Moment. Du heil dich nochmal. Du heilst Khalid einmal. Und halt Khalid nochmal und du trinkst einfach einen Trank. So. Ja, gut. Wenn wir uns jetzt schon keine Heiltränke mehr leisten können, ist das lächerlich. Zumal wir eigentlich genug davon doch haben. Und genug Gold haben, um uns frische zu kaufen. Ja, Schwertküste. Ich mag die Schwertküste irgendwie. Was heißt irgendwie? Ich finde sie eigentlich ganz toll. Also die gesamte Schwertküstenregion, die geht ja von oben vom Grat der Welt aus. Hallo Hobgoblin-Eliten, hallo Hobgoblin-Armee. Du da hinten willst was auf die Omme, habe ich das Gefühl. So, alle Panik. Du kannst leider nicht heilen. Das wird nichts leichter als das. Noch mehr Hobgoblins. Euer Leben liegt in meiner Hand. Ja? 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 Den einen lassen wir mal laufen. Gut. Obwohl, ich glaube, das war eine Elite. Den sollten wir nicht unbedingt laufen lassen. Genau. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ein Hobgoblin-Elite. Sehr schön. Ah, da erkunden wir den Zipfel und dann können wir das da oben erkunden. So, die Eliten sollten wir ausnehmen. Ihr habt eine Aufgabe. Eure Dienerin steht zu eurem Du trink einen Trank. Wie gesagt, das können wir uns leisten. Mich kommt hier lang. So, Emoin, guck dir mal an, was als Elite aussieht. Du siehst noch elitemäßig aus, ja. Und du auch. Hast sogar eine schöne Halskette. Und der Zerfetzte hier. Der hat nur einen Edelstein. Was ist mit dem hier? Der hat auch einen Edelstein. Oh, bevor wir da hochgehen, wollten wir den Zipfel erkunden. Dann haben wir nämlich hier auch schon fast alles, außer das nördliche Gebiet hier. Dann können wir nämlich gen Norden weitergehen dann. Nö, hier ist schon mal nichts mehr. Also gehen wir hier hoch. Gucken uns hier oben weiter um. Hier ist zwar wieder Küste. Sieht übrigens auch richtig nice aus, wenn es regnet. Zeige ich euch mal an der richtigen Küste. Sieht mal hier den Wettereffekt sogar im Wasser. Was? Ja? So. Beinahe unter meiner Würde. Wir gehen erstmal hier lang gucken. Hier gibt es nichts mehr. Noch ein Hobgoblin mit einem Säbel eigentlich, wie das schon aussieht. Das finde ich übrigens auch cool, dass nicht alle Hobgoblins gleich aussehen. Also ja, der da hat gelbe Haut. Manche haben orangeliche Haut. Oh. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Das geht jetzt wahrscheinlich ins Leere. Ihr wünscht. Was wollt ihr? Euer Leben liegt in meiner Hand. Ich bin ganz Ohr. Hast du noch einen Zauberspruch, den wir auf sie abfeuern können? Okay, ist nicht mehr nötig. Ich glaube, die kann gar nicht auf. Nee, ich glaube, auf unsichtbare Ziele kann man gar nicht wirklich feuern. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, einmal unter meinem. Was wollt ihr? Gut. Okay, Worge und noch ein Hauptgoblin. Elite. Was wollen wir?
So. Was? Nichts leichter als das. Das war wieder eine Sirene weniger. Ihr habt nichts leichter als das. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Wie sieht's eigentlich mit deinem Pfeilnachschub aus? Okay, du hast noch mehr als genug Pfeile. Gib ein paar von den Sachen mal an Khalid weiter. Ja, du hast auch noch Pfeile für sie. Die Schusskugeln werden langsam etwas eng. So. Einmal ein bisschen sortiert. Beinahe unter meiner Würde. Hier steht auch Schwertküste. Ja, das hier ist definitiv das Sirenengebiet gewesen. Und wir müssen hier den Rückweg nehmen, um hier rauszukommen. Ah. Hätte ich also doch erst hier das hier aufdecken können. Mal sehen, ob es hier noch einen Kampf gibt oder ob wir jetzt hier alles erkundet haben. Naja gut, ja, noch ein Hobgoblin Elite. Von hier aus können wir runter gucken auf das Gebiet, wo wir uns mit den Sirenen angelegt haben. Nichts leichter als das. Ja, also mit der Gruppe von Sirenen. Ja. So. Unter meiner Würde. Aber hier ist nichts. Ich dachte eigentlich, hier wäre noch was Bestimmtes. Aber ich glaube, da habe ich mich im Gebiet etwas vertan. Oder? Ja, hier ist es nicht. Sieht zwar zu ähnlich aus, aber ich glaube, das ist im obersten Gebiet. Im obersten Küstengebiet. Übrigens haben wir dann auch die Küste abgeschlossen. Und damit auch alle Gebiete hier auf dieser Seite. Fehlen nur noch die Gebiete hier auf dieser Seite und hier oben. So. Ich glaube, fast wenn wir im nächsten Gebiet sind, müssen wir nochmal rasten und uns hochheilen. Aber ich wollte erstmal kurz hier unten lang das hier aufdecken. Und dann wollten wir das Gebiet verlassen. So, hier ist wirklich nichts mehr. Gut. Wo verlassen wir das Gebiet am besten? Gegenfrage, wo können wir es verlassen? Hier. Da haben wir ein ganzes Stück zu laufen bis da runter. Hier, gucken wir werden das mal kurz in unser Inventory. Du hast noch einen Ring, der verkauft werden kann. Immerhin hat nur Pfeile. Du hast Zeug zu identifizieren, was wir nicht wissen, was es ist. Okay. Ah ja, sie sind schon fast da. Und wir werden nochmal vom Worgen geärgert. Auch gut. Moralisches Versagen. Au. Und die machen komische Geräusche, die Borke hier. Okay, den einen lassen wir mal laufen. Der wird uns ja wahrscheinlich nicht bis ganz nach ins nächste Gebiet verfolgen. So, jetzt sind wir ein ganzes Stück weit weg von nächsten Level-Ups. Außer bei Yahira, die kriegt noch auf 16.000 den nächsten Krieger-Level. Aber die anderen, vor allem die Magier, sind weit weg. So, nächstes Gebiet. Wie sind wir denn da hingekommen? Warum ist hier schon so weit aufgedeckt? Hier waren wir doch noch gar nicht. Unter meiner Würde. Ah, toll, und werden gleich von Ghouls begrüßt. Von vielen Ghouls begrüßt. Oh,
Ja. Wir werden gleich rasten und heilen. Keine Panik. Die anderen sehen ja noch recht gut aus. Oh, ist das Glück? Ja, das ist Glück. Sehr schön. Glück können wir gebrauchen für... Ja, Glück hat sie sowieso zweimal. So, Quick Save und einmal kurz rasten. Weil, ohne Zwischenfälle. So, du heilst dich. Du heilst dich auch mal kurz selber. Jetzt heilst du Talisa. Zwei, dreimal. So, noch einmal, kannst du. Nur noch mal Talisa, da ist sie wenigstens auf 60 von ihren 70 Lebenspunkten. Hoffe ich mal. Jupp. Was wollt ihr? Gut. So, jetzt heißt es leider wieder mal Zeit für einen Cut. Also speichere ich. LP 014. Großes P bitte. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.